Unser Gast stammt aus der Familie der Weidungs. Er ist 1,72 Meter groß, hat dunkelbraunes bis schon schwärzliches Fell. Er ist immer perfekt in Szene gesetzt, hat braune Augen und ist auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Er ist 1963 in der Eifel geboren, in Koblenz aufgewachsen, macht Musik seit er 10 Jahre alt ist. Er ist äußerst erfolgreich im Musik- und Showgeschäft unterwegs und trotzdem immer bodenständig und heimatverbunden geblieben. Außerdem ist er vielseitig talentiert. Er kann singen, er kann komponieren, er kann moderieren, er kann Vorträge halten und sogar Bücher schreiben. Ich freue mich riesig, dass er heute Abend da ist. Herzlich willkommen, Thomas Anders! Dass du da bist. Danke. Vielen Dank, danke. Danke. Herzlich willkommen. Dankeschön. Tja, ich habe schwarzes bis braunes Fell. Ja? Das ist doch schön. Ja. Findest du? Ja, doch. Damit haben wir schon mal recht, ne? Ja, es ist mittlerweile etwas graumelierter, aber gut, das macht das Alter. Das steht dir sehr gut, muss Danke. Man sagen. Man sagt doch auch immer, Männer werden eher so reifer wie so ein guter Wein. Trifft das bei dir auch zu? Das musst du entscheiden. Ja, das werden wir vielleicht am Ende direkt mitentscheiden. Welches Tier bin ich denn ja, jetzt? Ja, es ist spannend. Ein Tier gefunden, das hat ähnlich gute Entertainer-Qualitäten wie du. Oh, es hat einen mitreißenden Gesang. Es hat Millionen Follower auf der ganzen Welt. Es ist ein echter Weltstar, ein Gentleman. Das Tier in dir ist der Star. Der Star. Ja. Ja. Ist das eine Überraschung? Ja. Also, ja. Man muss wirklich sagen, also wenn man in diese Sendung eingeladen wird, man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Ne? Darf ich erzählen, welche Sorge dich bedrückt hat? Ja, darfst du erzählen. Ich habe Thomas vorher getroffen und er sagt, weil ich will mal sagen, du bist wirklich eine coole Sau. Und er sagt, im Prinzip ist mir alles egal, Hauptsache ich bin keine Darmbakterie. Ja, ja. Ja. Das ist total nützlich. Also, ja, das ist nicht ja, gegen okay. Sagen. Wer will nur nützlich sein? Ne? Ja, das stimmt. Genau. Also, wir haben natürlich, du denkst, ja, Star, das wusste ich natürlich schon so ein bisschen, aber wir Nein, haben... Nein, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Es ist schon überhaupt ein bisschen nicht. Überraschend. Ja, ist überraschend. Ja, wir haben auch wirklich was rausgefunden, was euch verbindet. Du wirst staunen. Ich würde sagen, zum Anfang, zum Warmwerden, stelle ich dir 5 kurze, knackige Fragen, die du mit Ja und Nein beantwortest. Und danach gucken wir mal, was dein tierischer okay, mach Zwilling... Okay, mach einfach. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, mach einfach. Ich stelle eine Frage, du antwortest. Ja. Bist du Frühaufsteher? Ja. Bist du gesellig? Natürlich. Zieht es dich häufig in den Süden? Auch, ja. Bist du ein anpassungsfähiger Typ? Auch das. Und singst du besser, wenn du hungrig bist? Ja, mit vollem Magen wird man träge. Also das ist, also vor einer Show zu essen, das ist immer doof. Also das auch mit Ja. Ich glaube, ich bin ein Star. Also, ja, das, also, ja. Gut, vielen Dank ja. Bis hierhin. Das, vielen Dank, schön, dass Sie dabei waren. Also wir schauen uns das kurz mal an, was wir über den Star herausgefunden haben. Ich finde es hochspannend. Ich freue mich drauf. Schauen wir mal.